Hallo und grüß Gott, meine Streamies, und herzlich willkommen zurück zum nächsten Türchen unseres Adventskalenders. Es ist nur der 14. Dezember, 10 Tage bis Weihnachten. Habt ihr irgendwelche Weihnachtswünsche? Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Es wartet eventuell am Wochenende was Spezielles auf euch. Da will ich aber euch noch nicht so viel verraten. Es kommt am Wochenendpart auf alle Fälle auf euch zu. Seid gespannt. Es soll eine kleine Überraschung sein. So Weihnachtsüberraschung und so. Von dem her habe ich da eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Das ist echt nicht viel, sondern nur eine Kleinigkeit. Ja, falls ihr darauf gespannt seid, gerne Follow da lassen. Wir haben fast die 200 Follower geknackt. Das wäre für mich ein riesengroßer Weihnachtswunsch, wenn wir bis Weihnachten die 200 Follower voll haben. Denn dann habe ich mein Jahresziel, seitdem ich im März mit YouTube angefangen habe, vervierfacht, nämlich von 50 Abonnenten auf 200 Abonnenten. Und ich hätte mir nie erdacht und erhofft, dass das so gut funktioniert. Ich habe mir auch nichts erhofft. Ich hab einfach angefangen, YouTube zu machen. Just for fun. Und es entwickelt sich besser, als ich mir gedacht habe. Wenn wir jetzt stagnieren, eine Zeit lang, überhaupt kein Problem. Ich bin aktuell mehr als happy mit dem, was ich erreicht habe. Und ja, ich sagen, wir quatschen gar nicht mehr länger und schauen, was die gute Akina so weiterhin für uns zu bieten hat. Nun ja, ich gebe zu, diese Schuluniform war hübsch. Aber nach gestern denke ich kaum noch daran. Ich hatte keine Ahnung, dass Akina so einsam ist. Aber nun, da ich es weiß, kann ich etwas tun, um ihr zu helfen. Ich habe hart daran gearbeitet. In meiner Wohnung liegen eine Tonne Münzen herum. Eine nach dem anderen habe ich sie gefunden und sie in einen Beutel gesteckt. Wenn ich die Geisterwelt beeinflussen will, wenn ich will, dass die Welt zuhört, dann muss ich eine angemessene Spende darbringen. Wenn also ein bisschen Wechselgeld ihre Aufmerksamkeit erregen kann, wie steht es denn damit? Technisch gesehen muss ich das wohl nicht sofort tun, schätze ich, aber ich möchte es gerne bald tun. Es ist noch etwas Zeit bis Weihnachten. Eine Spende darbringen. Heute ist der große Tag. Ich habe mir überlegt, was ich für Akina tun werde. Sie verdient es nicht, an Weihnachten allein zu sein. Ich möchte sie wieder in die Stadt mitnehmen, um die Weihnachtsbeleuchtung zu sehen und die Feiertage zu genießen. Wenn ich sie mir vorstelle, zitternd und alleine an Timson schreien, das ist nicht in Ordnung. Ja, sie ist eine Nervensäge und ein Scherzkeks, aber das sollte nicht passieren. Ich werde also versuchen, das zu ändern. Der Priester bemerkt, wie schnell ich zum Schreien komme. Du hast also einen Plan. Ja, ein weiterer Wunsch. Um das Schlupfloch erneut auszunutzen? Nein, diesmal wird es anders sein. Der Beutel mit den Münzen klimpert, als ich ihn ergreife. Der Priester scheint schockiert zu sein, als ich ihn hervorhole. Es ist ein angenehmes Geräusch, all diese Münzen zu hören, wie sie sich bewegen und gegeneinander klimpern. Das ist eine großzügige Opfergabe. Nun, wenn ich will, dass die Geisterwelt mein Gebet erhört, dürfte ein großzügiges Angebot angemessen sein. Vor allem für das hier. Stimmst du mir zu? Ich schätze schon. Wenn ich eines gelernt habe, dann ist es, dass alles ein Versuch wert ist. Los, versuche an die Geister zu appellieren. Ich möchte, dass Akin ihren Schrein verlassen kann. Der Wind wird still um mich herum, während ich mich etwas wünsche. Alles ist nun still. Ich frage mich, ob die Geister mein Gebet erhört haben. Dann bemerke ich, dass jemand aus dem Schrein kommt. Koji? Was machst du denn hier? Akina, ich wollte mit dir reden. Der Priester hat mir alles erzählt. Oh. Sie verschränkt die Arme vor sich, während sie in den Schnee starrt. Dann weißt du ja, dass ich dich als Ausrede benutzt habe, zu faulenzen.
Es tut mir leid, dass ich so egoistisch war. Verstehe, wenn du von mir enttäuscht bist. Ich bin kein besonders guter. Ich drücke ihre Hand fest. Sie erschrickt, als sie zu mir schaut. Sag so etwas nicht. Du bist kein schlechter Mensch. Keiner verdient es, allein zu sein. Wir haben das Gleiche getan. Uns die Hand gereicht. Ich werde dich nicht dafür verurteilen. Es ist nicht so, dass ich möchte, dass du allein bist. Sie starrt mich einen langen Moment lang an. Ihre Augen leuchten mehr als zuvor. Nein, es ist das Glitzern ihrer Tränen. Ich bin nicht böse, aber ich habe deinen Wunsch in etwas Egoistisches verwandelt. Ich habe deine Hoffnungen und Gebete ausgenutzt. Das ist unverzeihlich, Koji. Ich muss die Konsequenzen daraus ziehen. Nein, Akina. Ein Wunsch, der zwei Menschen glücklich macht, ist besser als einer. Du hast dich vielleicht entschieden, an diesen Schrein zu leben und ihn über dein eigenes Ich zu stellen. Aber jetzt möchte ich für dich tun, was du für mich getan hast. Ich möchte dich glücklich machen, wenn du mich lässt, Akina. Ihre Finger verkrampfen sich in meinen. Sie drückt zurück. Ich werde dich lassen, Koji. Aus den Augenwinkeln sehe ich den alten Priester lächeln. Ha. Sie beobachten uns, weißt du? Wer? Die Geister. Nach so einem leidenschaftlichen Flehen konnten sie deinen Wunsch nicht ignorieren. Also wurde er gewährt. Natürlich muss sie noch ihre Pflichten zum Schrein erfüllen. Ich werde sie nicht vergessen. Aber ich werde es genießen, eine Auszeit zu haben. Worauf warten wir denn noch? Ich ziehe an ihrer Hand. Koji! Willst du zu Weihnachten nicht mit mir verbringen? Wir haben heute eine Menge zu tun, weißt du? Ja, du hast recht. Oh, kann ich Weihnachtskuchen probieren? Ich werde dir 3 kaufen. Ha, hast du so viel Geld übrig? Mach dir keine Sorgen um mich, okay? Okay. Sie rennt mit hüpfenden Schritten in ihren Schrein. Komm morgen her, Koji. Ich werde auf dich warten. Nun, das wird ein toller Weihnachtsabend. Nun ja, es ist soweit. Es ist Heiligabend. Einer der wichtigsten Tage des Jahres für mich. Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich diesen Tag ganz allein verbringen würde. Und hier bin ich nun nervös, was als nächstes passieren wird. Das ist ganz normal, wenn man mit einem süßen Mädchen ausgeht, oder? Nachdem ich den Tag mit Akina verbracht habe, bestand sie darauf, Heiligabend mit mir zu verbringen. Und ich will Heiligabend noch mit ihr verbringen. Wir haben uns erst vor kurzem kennengelernt, aber ich glaube, ich weiß genau, wie ich für sie empfinde. Mit ihr zusammen zu sein, macht eine Menge Spaß. Selbst wenn sie mich absichtlich ködert und genau weiß, wie mich aufziehen kann, genieße ich jeden Moment davon. Das ist das erste Mal, dass ich Heiligabend ohne meine Familie verbringen werde, aber ich weiß, dass ich alles andere als einsam sein werde. Was wichtig ist, dass Akina auch nicht allein sein wird. Wenn ich muss, werde ich den Schrein jeden Tag besuchen, um sicherzustellen, dass sie nicht einsam wird. Das wünsche ich mir für sie. Jedenfalls muss ich mich jetzt fertig machen. Ich glaube, dieser Heiligabend wird einer, an den ich mich lange erinnern werde. Dieser Fuchs hat heute sicher ein Ass im Ärmel. Also, das ist es. Ich bin am Schrein, um Akina an Heiligabend auszuführen. Mein Herz klopft schneller als je zuvor. Ich fühle mich wie ein unbeholfener Teenager. Warum werde ich jetzt so nervös? Ist das Liebe? Wie konnte das so schnell passieren? War es so vorherbestimmt, dass es so ist? Verdammt, ich bin so verwirrt. Ich versuche langsam zu atmen, um mich zu beruhigen. Es ist nur ein weiteres Date, richtig? Sicherlich ist nichts. Dann tritt sie aus dem Schrein heraus. Ihre Augen leuchten mit strahlendes Gold im Mondlicht. Es fühlt sich an, als würde sie direkt durch mich hindurchschauen. Und ihre Augen sehe ich. Und in ihren Augen sehe ich ihr Lächeln. Koji! Sie hüpft an meiner Seite, schnappt sich meinen Arm und zwängt sich darunter. Bist du bereit?
Ja, das bin ich. Oh, Koji, ist alles in Ordnung mit dir? Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie meine Nervosität bemerkt hat. Ich trete zur Seite und tauche mein Gesicht in den Schnee. Koji, geht es dir gut? Bestens. Ich musste mich nur abkühlen, richtig? Na gut, ich werde mir keine Sorgen machen. Ihr Schwanz wedelt praktisch. Es ist Zeit, Koji. Wir sollten uns auf den Weg machen, wenn wir den Wein zusammen genießen wollen. Ja, genau. Also, geh voran. Sie bittet mich zu führen, aber ich spüre, wie sie mich die Stufen des Schreins hinunterzieht. Ha, habt Spaß, ihr zwei. Ich werde ein Auge auf alles haben, bis ihr zurückkommt. Vielen Dank, Herr Priester. Ich glaube, es wird fantastisch werden. Ich hoffe, Akina genießt es. Die Läden sind heute bis spät in die Nacht geöffnet, wo wir gerade von Hingabe sprechen. Akina scheint begeistert zu sein, während sie von Laden zu Laden hüpft. Koji, Koji, schau dir das an! Ihr läuft das Wasser im Mund zusammen, als sie auf eine Tüte mit Bonbons starrt. Sie sind in festlichen Farben gestreift, passend zur Jahreszeit. Na gut. Aber ist nicht alles auf einmal. Du willst doch nicht, dass dir morgen schlecht ist. Ein Grund zur Sorge. Als Fuchsgeist habe ich einen eisernen Magen. Wenn du das sagst, dann stopft sich die ganze Tüte in den Mund. Hey! Was habe ich über das Essen voll zu... Was habe ich das Essen voll zu viel gesagt? Ich wollte die Tüte sowieso aufessen. Aber das geht nicht. Warte, wenn sie den Beutel in den Mund gesteckt hat, wie kann sie dann reden? Sie hat nichts einfach geschluckt. Netter Trick. Sie zwinkert mir zu und öffnet ihren Kimono. Ich sehe klebrige, bunte Kleckse auf ihrer Brust. Da sind also die Bonbons hin. Du hast doch nicht gedacht, dass ich sie alle in meinen Mund gesteckt habe, oder? Jetzt, wo sie hier gelagert sind, habe ich leichten Zugang. Wenn du es sagst. Sie hat manchmal die seltsamsten Gründe, Dinge zu tun. Ich frage mich, nach welcher Logik das Reich der Geister funktioniert. Stimmt etwas nicht? Magst du es nicht, eine Ausrede zu haben, um zu gucken? Es ist ein schöner Anblick, das leugne ich nicht. Aber wir können die Süßigkeiten nicht einfach da liegen lassen. Oh, willst du sie stattdessen essen? Dieser Fuchs. Dieser verdammte Fuchs. Brech bis zum Abwinken. Ja. Oh, schade. Du hast zu lange nachgedacht. Ich habe sie schon gegessen. Akina. Sie ist ein Schelm ohne Grenzen. Loki wäre eifersüchtig auf ihr Ausmaß an Schlaghaftigkeit. Sind Fuchsgeister immer so hartnäckig? Natürlich sind sie das. Du weißt, was ich bin. Sind wir nicht als Trickser bekannt? Dann bemerke ich etwas Hartes, das gegen die Rückseite meines Ohres drückt. Ich drehe mich um, nur um dort nichts zu sehen. Oh, Koji, du hast etwas hinter deinem Ohr. Ich greife zurück und finde dort einen der Bonbons. Wie hat sie das gemacht? Sie stand still, die ganze Zeit über. Ich kann nur den Kopf schütteln und glucksen. Na gut. Wir haben aber noch mehr zu tun, bevor die Nacht zu Ende ist. Stimmt. Dann gleitet sie näher heran und drückt sich noch einmal an mich. Es ist schön und warm, wenn ich so nah bin, Koji. Ihre Ohren zucken, während ihre Wange an meiner Brust reibt. Ich wünschte, ich könnte mehr Zeit in deinen Armen verbringen. Es ist traurig, dass ich sie verlassen muss, irgendwann. Akira, ich bin genau da, wo du mich haben willst. Du solltest dich deine ganze Zeit damit verbringen, dir über das Ende Gedanken zu machen. Wenn du die Dinge gerade erst begonnen haben. Es ist schließlich der Weihnachtsabend. Ja. Sie schmiegt sich enger an mich. Du hast recht. Wohin als nächstes, Koji? Dann kommen wir an dem riesigen Weihnachtsbaum in der Innenstadt vorbei. Was für ein prächtiger Baum. Es ist viel größer als der im Schrein. Ihr habt einen Weihnachtsbaum im Schrein? Ja,
Ich muss auch ein Geschenk für den Priester besorgen. Was denkst du, was ich dir eigentlich wünschen würde? Das ist eine gute Frage. Was mag er denn? Nun, Akina. Du kennst ihn besser als ich. Was denkst du, würde ihm gefallen? Nun, er sagte zu wissen, dass ich glücklich bin, ist das perfekte Geschenk. Dieser Mann. Es ist wie ein Heiliger. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde ihm trotzdem gerne ein Geschenk machen. Naja, wie wäre es mit einem Glücksbringer? Einem Glücksbringer? Ihre Augen funkeln vor Freude. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist perfekt, Koji. Sie hüpft auf der Stelle. Ich werde ihm die mächtigsten Glückbringer geben. Er sollte selbst etwas Glück haben. Ich lächle ihr zu. Es ist eine Sache, jemandem ein Geschenk zu kaufen. Aber wenn das Geschenk etwas so Persönliches ist, Akinas Glücksbringer sind von ihr selbst gemacht. Also sind sie etwas ganz Besonderes. Ich werde das später am Abend machen. Ich möchte immer noch die Stadt mit diesem Koji. Gemeinsam schlendern wir bis zum späten Abend durch die Stadt. Später am Abend begleite ich Akina zurück zu ihrem Schrein. Sie hat den ganzen Abend über gelächelt. Ich hatte eine wunderbare Zeit, Koji. Danke, dass du so nett bist, selbst nach dem, was ich getan habe. Hey, es ist ja nicht so, dass du etwas falsch gemacht hast. Denk daran, was ich gesagt habe. Ein Wunsch, der zwei Menschen glücklich macht, ist besser, als nur einen glücklich zu machen. Ja, du hast recht. Sie hält oben auf den Schreintreppen. Setz dich zu mir, Koji. In Ordnung. Akinas leuchtend roter Schweif ist vom silbernen Mondlicht gesäumt. Sie schaut mich mit den strahlenden Lächeln an das ich hier gesehen habe. Es ist wunderschön heute Nacht, Koji. Sie blickt in den Nachthimmel und wedelt langsam mit dem Schwanz. Weihnachten ist das Beste. Und ich durfte es mit dir verbringen. Ich habe das Gefühl, dass ich so viel Glück habe. Ihre Finger umklammern etwas fest zwischen ihnen. Ist das ein Glücksbringer? Ja, einer, den ich schon lange Zeit gemacht habe. Ich habe ihn die ganze Zeit festgehalten, ohne zu denken, dass mir das Glück über den Weg laufen würde. Es sieht so aus, als ob ich nur warten musste. Es ist seltsam, die Dinge könnten für eine lange Zeit gleich bleiben. Und dann ändert sich alles. Ich erinnere mich, dass ich in der letzten Woche das Gleiche gedacht habe. Ja, ich stimme zu. Ich hoffe, du hattest heute Spaß, Koji. Ich war schon lange nicht mehr auf einem Date. Wie viele Dates kann ein Fuchsgeist haben? Wenn du dich um meinen Schrein kümmerst? Ich treffe schließlich nicht viele Leute. Aber du hast mich getroffen, richtig? Ja, ich habe dich getroffen. Und dafür bin ich dankbar. Akina wird für einen langen Moment still. Koji? Sie zappelt um sich mit ihren Händen. Ich... wie soll ich sagen? Ich mag dich. Du bist so nett, Koji. Ich... Selbstbewusst, neckend, verspielt. Nun, Akina ist etwas anders nervös. Ist das... Du warst die ganze Zeit freundlich. Selbst, dass du keinen Grund dazu hattest. Du verdienst mehr als nur einen Wunsch. Sogar 1000 Wünsche. Ich möchte all das Glück in deinem Leben ändern. Ihr Gesicht und ihre Stimme berechnen vor lauter Emotionen. Ich will nicht am Schrein bleiben, Koji. Musst du nicht hierbleiben? Ich werde darum bitten, freigelassen zu werden. Es ist schon viele, viele Jahrhunderte her, dass ich mich freiwillig gemeldet habe. Ich denke, ich sollte jetzt fertig sein. Was wirst du danach tun? Darfst du einfach bleiben, wenn du nicht an den Schrein gebunden bist? Was dann? Es gibt solche Wesen wie die Wächtergeister. Sie wachen über das Leben der Sterblichen und bringen ihnen Wohlstand. Koji? Sie drückt meinen Arm fest und schaut mich mit ihren strahlenden goldenen Augen an. Ich möchte dein Wächtergeist sein. Egal wohin du gehst, egal was du tust, ich will bei dir sein. Ich will über dich wachen. Immer. Das ist mein Wunsch, aus tiefstem Herzen. Ich wünsche mir, bei dir zu sein, Koji. Sie greift nach meinem Kopf und küsst mich sanft auf die Lippen. Ich liebe dich, Koji. Liebst du mich auch? Es gibt kein Zurück mehr. Ich muss ihr antworten, voll und ganz, aufrichtig. Alles andere wäre nicht fair. Ich bin so froh, dass ich sie getroffen habe. Ich liebe dich auch.
Ja. Ich schmilz dahin, bis sie ihren Kopf in meinen Schoß legt. Ihre Ohren zucken nach oben zu mir. Dieses süße Mädchen mit den leuchtenden Augen. Wie ist jemand wie ich bei jemandem wie ihr gelandet? Sie ist wirklich aus einer anderen Welt. Und jetzt sind wir zusammen. Ich werde nie wieder alleine sein. Vielleicht war es Schicksal, Koji. Das Schicksal, sich zu verlieben und die Ewigkeit miteinander zu verbringen. Ja, vielleicht. Aber die Ewigkeit ist eine lange Zeit. Glaubst du, dass du es für immer mit mir aushalten kannst? Liebe bedeutet, du bist keine Last, sondern immer ein Segen. Ich greife nach unten und streiche durch ihr Haar. Koji! Vorsicht, meine Ohren! Richtig, entschuldige. Ich will meine Hand zurückziehen, aber sie hält sie fest. Nein, Koji! Es ist in Ordnung, wenn du es tust. So endet der Weihnachtsabend mit Akina, die auf meinem Schoß einschläft. Während wir den Mond über den endlosen schwarzen Meer segeln sehen. Dieser Nacht habe ich mich zum ersten Mal richtig verliebt. Jo, jetzt wären wir mit der Akina-Route früher durch, als was ich geplant habe. Das ist halt jetzt ein bisschen doof. Aber ich wollte jetzt auch nicht den Part in zwei teilen, weil es eigentlich relativ wurscht. Oh, deswegen muss ich jetzt schauen, dass ich die letzte Route ein bisschen strecke. Das heißt, es wird wahrscheinlich kürzere Parts geben. Und dann werden wir schauen, dass wir die nächste Route bis Weihnachten irgendwie ziehen können. Ansonsten lasse ich mir noch irgendwas anderes einfallen für diesen kleinen Adventskalender, falls es nicht ausgehen sollte, dass wir die andere Route so lang ziehen. Ich habe mir schon einen Plan zurechtgelegt, falls es so sein sollte. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit, einen wunderschönen restlichen Dezember und man sieht sich im morgigen Part wieder.